Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. So, wir schauen uns den Risikohinweis an. Der ist wichtig, denn diese Veranstaltung dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig davon, was uns heute Thorsten zeigt, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und verstehen Sie bitte nicht dieses Webinar als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ja, das ist ganz wichtig. Und wenn Sie sich das kurz durchgelesen haben, beziehungsweise in der Aufzeichnung, können Sie das ja auch kurz anhalten, das Video. Dann starte ich jetzt, beziehungsweise übertrage ich den Bildschirm und wünsche viel Erfolg und viel Spaß, Thorsten. Ja, ich habe hier gerade gelesen, FX Flat übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben. Wäre schon gut, wenn du weißt, was du uns zeigst. Ja. Ich wollte dein Bild da noch ein bisschen stehen lassen. Hast du mich vermisst? Ja, aber wie? Sowas von. Richtige Antwort. So. Wie bitte? Richtige Antwort, sage ich. Ja, klar, hat ja Zeit zum Lernen. So, guten Morgen in die Runde. So, wir kümmern uns, ich muss nur ein bisschen Stromtechnik hier klären, das ist. Wir haben draußen 9 Grad und wenn man über Strom heizt, versagt der Rest der Technik und die hat ein bisschen was gepiept. Und bevor mir hier der Bildschirm um die Ohren fliegt, mussten wir das kurz klären. Und so wie der Nelson es schon gesagt hat, keine Anlageberatung etc., das merken unsere Händler die letzten Tage gerade etwas, sage ich mal, härter oder etwas nervenaufreibender. Wir schauen uns mal den Euro als erstes an und da nehmen wir uns mal ein Bild zur Hilfe, was wir nunmehr schon seit 5 Wochen oder 6 Wochen für unseren mittelfristigen Handel benutzen. Für uns sind im Moment die oder spielt eine Marke eine extreme Rolle. Und zwar ist das hier die 1,1773. Die 1,1773 ist jetzt schon lange sehr umkämpft. Gut, hier ging es dann mal noch ganz kurz oben drüber. 30 Punkte ist sehr viel, aber diese Marken kommen aus dem Fibo von der letzten Abwärtsbewegung. Unser Plan war, diese ganze Geschichte hier 3 Wellen abzuverkaufen bis zur 1,1520, die ja nun schon fast alle, glaube ich, inzwischen auf dem Deckel haben. Bei der 1,1520 wollen wir mittelfristig dann wieder kaufen. Das hier diente, die Marke haben wir hier oben, das hier diente vor allen Dingen dem Zeitfenster, um einfach mal den Vergleich nicht, ups, um den Vergleich zu haben, wie diese ganze Geschichte ablaufen darf. Und dass hier nicht nur die Bewegung der Kurse eine Rolle spielt,
sondern vor allen Dingen auch die Zeitebene oder die Zeitfenster, die passenden Zeitfenster dazu genauso eine Rolle spielen. Und wir sehen, okay, den habe ich jetzt hier ein bisschen verschoben. So sah unser Plan aus, deswegen haben wir diese Kästchen hier drin und dann sollte diese Welle von da angefangen, vom Ende von diesem Zeitfenster nach unten abgetragen werden, was er auch gemacht hat innerhalb von diesem Zeitfenster. Dann sollte der ganze Kram wieder nach oben geschaukelt werden, genauso wie hier, um dann wieder abwärts zu blicken. So, der Abwärtsblick, der erste Anlauf, den haben wir hier gehabt, aber der ist noch nicht so richtig von der Stelle gekommen. Rein theoretisch hätten wir dafür nur noch Zeit bis zum 12.10. Der 12. ist, glaube ich, am Montag, ne? So, wenn wir dann das Wochenende rausnehmen, müsste das hier bis Dienstag oder Mittwoch abgespult sein. Also sollten wir sehen, wie wir das am Wochenende hinkriegen. Heute haben wir Donnerstag. Ich habe noch nicht in den Newskalender geguckt. Vielleicht helfen uns ja auch die News ein bisschen weiter. Wir haben gestern hier oben ein Hoch gebaut bei der 1,1782 oder ungefähr. Sehen wir gleich in der kleineren Zeiteinheit. 1,1782 war gestern das Tageshoch. Und das sollte idealerweise auch nicht nochmal kaputt gemacht werden. Für heute ergibt sich nicht dieses Muster. Welches dann? Doch, das ist das Muster für heute. Für heute ergibt sich genau dieses Muster. Hier haben wir das Tageshoch von gestern. Da. Das sollte idealerweise nicht nochmal kaputt gemacht werden. Unterstützt wird diese Geschichte hier bei der 1,1780 und bei der 1,1775, da wo wir jetzt gerade sind, von den FIBO-Level. Wir haben hier die Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung wurde bis zur 61 korrigiert, das nachlaufende Hoch ging bis an die 66, das ist alles im zulässigen Bereich. Viel mehr sollte nicht passieren. Für den heutigen Verlauf, zack. Ja, ich habe das jetzt im 15-Minuten-Chart gemacht. Screenshots könnt ihr euch gerne machen, wenn ihr die Marken haben wollt. So, den Zivo nehme ich mal wieder raus, damit hier nicht zu viel durcheinander geht. Demnach sollte sich für heute einmal ergeben, dass wir hier in diesem grünen Bereich Ups. Den hier. Den mache ich jetzt mal rot oder rosa. Upp, 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 upp. Gucken, ob das geht. Ja. So. In diesem Bereich sollten wir Vorsicht walten lassen heute. Ja. Für den Tagesverlauf ergibt sich dann, mach das mal ab dieser Linie, dieses Setup, dass wir nochmal bis da hoch laufen könnten, um dann nach unten zu blicken und die Marken, die holen wir uns gleich aus der größeren Zeiteinheit, was wir uns gerade angeschaut haben. Ein kurzer Spike hier noch oben drüber
da bis dahin, um eventuell dort oben nochmal die Order abzuarbeiten, hier oben drüber, der wäre noch nicht oder würde das ganze Setup noch nicht kaputt machen. Spikes machen bei mir grundsätzlich die Setups nicht kaputt, sondern manchmal unterstützen sie die Setups nur. Da wir den roten Bereich hier schon verlassen haben, können wir, glaube ich, auf die blaue Route heute verzichten. Die dürfte, die Wahrscheinlichkeit, dass die eintritt, ist wesentlich geringer geworden, nachdem wir schon da sind. Aber ich möchte sie trotzdem als Möglichkeit einzeichnen, falls wir da unten nochmal Luft holen sollten und es jetzt hier oben dabei schon bleibt. Wenn es dabei bleibt, dann haben wir diese Route auf dem Schirm. So, da ist es. So, Ziele für hier unten. Wenn Fragen sind, dürft ihr die ruhig reinschmeißen hier. Keine Angst. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Keine. So, Ziele. Bis 13.10. bei 1.15.20. Das sind die Short-Ziele. So, und dann heißt es andersrum. Hopp. Dahin. Und machen das blau gleich ab 1.15.20 long zur 1.25 circa. So. Und blau soll auch eine blaue Schrift erhalten. So ist unser Plan. So. Screenshots gemacht. Ich mache den selber auch mal. Dann behalte ich den auch und muss den dann nicht wieder suchen. Okay, wir haben es jetzt 8 Uhr. Die Eröffnung in der Regel bringt ja doch eine etwas heftigere Bewegung normalerweise. Ob es die nur heute bringt, keine Ahnung. Im Moment sieht es noch nicht ganz danach aus. Also wer shorten will, hier in diesem Bereich ist die Short-Möglichkeit absolut gegeben. 1.17.76, wenn man mit Stops über der 1.17.85 arbeiten möchte. So. Da rein. Short ab 1.17.74. Ups. Da gehört es hin. Short ab 1.17.74.
SL1 1787. Und Ziel haben wir wo? Wo errechnet sich das Ziel für uns? Das Ganze machen wir rot. Ja. Ihr seid ja heute gut drauf hier. Okay. Ziele. Ziel 1. 1. 17. 59. Dann 1. 17. 51. Und ganz unten 1, 15, 20. So. Da wollen wir hin. So ist die Reiseroute. Wie gesagt, Spikes hier oben drüber, damit muss man auch gegen 9 Uhr rechnen. Ich glaube, ich habe hier sogar genau die 9 Uhr getroffen. Ja, kurz vor 9, also hier ein Stück weiter rüber, dieses ganze Ding. 9 Uhr muss man damit rechnen, dass er hier nochmal ganz kurz hochspiked, ganz kurz oben rausguckt, die Stops dort oben abarbeitet und fertig. Wenn wir shorten wollen in bestimmten Bereichen, müssen wir uns immer Nummern mit dem kleinsten oder mit einem kleineren Risiko suchen. Und das kleinste Risiko haben wir im Moment hier in diesem Bereich. Beobachtet man diese ganze Geschichte mal. Ja, jetzt hat er genau sauber dieses Hoch angelaufen. Wie handelt man sowas? Im Normalfall oder im besten Fall legt man, wenn wir hier eine Marke bei der 1,1779 haben, einfach eine Limit Pullback, 2 Punkte darunter oder 3 Punkte darunter. In dem Fall hier eine, präsentiere das hier mal, eine Short Limit auf die 1,1776, um diese beiden Linien, die 76 und die 79, abzufedern. So, wenn wir von der 76 kommen, sind wir mit 10 Punkten Stop recht gut. Wenn wir dann zur 59 wollen, sind das 17 Punkte Take Profit. In dem Fall, wenn man sein Tagesziel erreichen will, da sind das 17 Punkte Take Profit und jetzt wird er die hier langsam hinterherziehen. Ihr seht, jetzt ist sie schon aktiviert. Da, die sollte jetzt hinterher getrailt werden. Es ist eine Limit Pullback gewesen. Jetzt ist daraus logischerweise eine Sell Stop Order geworden. Super. Das hat der Papa aber fein gemacht. Das hier ist das Chartbild für heute, für den Verlauf. Die Position bei der 1,1774 eben habe ich noch eröffnet. Okay, dann schauen wir uns den DAX mal an im anderen Chart. Wir haben hier ein Muster auf dem Schirm gehabt oder haben wir ja immer noch, welches die ganze Geschichte, wo sind wir hier, im MT15, im M15,
was diese ganze Geschichte hier da mit dem MT5 muss ich mich erstmal anfreunden hier. Da. Unser Plan war, diese Geschichte von diesem Doppeltop bis hier hoch, bis dahin zu duplizieren. So, die ganze Kiste hier mal ein bisschen größer machen, um ein sogenanntes M als Formation zu handeln. Das würde heißen, diese Nummer da hoch, dann da runter, dann wieder da hoch und dann wieder da runter. Demnach müssten wir dieses Zeitfenster hier ebenfalls zur Seite duplizieren. So, und dieses Zeitfenster war gestern Abend um, wie wir sehen. Wir haben in unserem Slack-Kanal haben wir es noch begleitet und haben immer noch gesagt, okay, ab hier, ab diesem Zeitpunkt spätestens sollte es abwärts gehen. Das heißt, diese Nummer hier nach oben dupliziert, hätte es hier in diesem Bereich schon Richtung Süden gucken müssen, was er gestern Nacht nicht getan hat. Wir hatten unsere Stops bei 12.980 zuzüglich Spread. Lutz hat uns gestern noch darauf aufmerksam gemacht. Zuzüglich Spread sind wir bei den Stops knapp unter 13.000. Und wer das eben gehört hat, die Dinge sind uns gerade um die Ohren geflogen. Dass diese Geschichte hier oben eventuell nach diesen Hochs bei, ich runde jetzt ganz bewusst mal, bei 12.980 circa. Man sieht, ich bin mit dem MT5 nicht so fit. Bei der 12.980 circa nochmal ganz kurz durchgespiked wird, ist nicht unüblich. Jetzt müssen wir abwarten. Und dazu müssen wir auch bis 9 Uhr warten, sogar bis 9.15 Uhr, ob wir diese Geschichte hier weiter verfolgen können oder ob wir als nächstes Ziel oben die 13.150 holen. Die kann weg. Den wollen wir haben hier. Schade, dass meine Kiste nicht läuft. Na, komm her. Ich mache die Ebenen mal dunkel, dann sieht man die auch besser. Da. Das heißt, wir dürften hier als, muss den umgedreht zeichnen. So rum hätten wir jetzt als nächstes Level oder als letztes Level, was er sich holen kann, jetzt hier oben die 13.050, wenn die kaputt gehen sollte, müssen wir sogar damit rechnen, dass wir neue Hochs kriegen und dass wir hier oben die 13.3 nochmal ansteuern und erst dann Richtung Süden blicken. Für mein Marktverständnis und für meine Sichtweise auf die Märkte gehe ich davon aus, dass wir jetzt hier nur mal ganz kurz oben durchgucken und wenn wir jetzt um 9 Uhr zwischen, also gegen 9 Uhr wieder einen Schlusskurs unter diesen Hochs kriegen, baue ich trotzdem drauf, dass wir von da aus
nochmal Minimum bis hier runter zur 12.750 kommen, was ja auch 230 Punkte sind. Warum in diesem Markt shortige Setups suchen? Machen wir es mal ganz einfach. Ich kann jetzt hier in diesem Bereich machen, was ich will. Wenn ich nach Trendfolge arbeiten will, nehmen wir nur mal jetzt diese Marke. Ach so, nein, man kann nicht von einem zweiten M ausgehen. Erkläre ich aber gleich. Nehmen wir nur mal diese Marke jetzt, die 12.986. Wenn ich in diesem Bereich jetzt long gehen will, muss mein Stop Minimum unter die 12.960. Und nach diesem Bild würde ich den sogar eher unter die 12.948 legen. Das heißt, ich bin bei 40 Punkten Stop ungefähr. Wenn ich hier allerdings shorte, bin ich bei einem Stop bei 12.995 und 12.995, der Stop, ist im Moment, eben wenn man bei der 86 bin ich bei 10 Punkten Stop und nehme das hier unten als Ziel. Ich arbeite hier immer mit einem besseren CAV. Das ist meine Ansicht oder das ist meine Blickweise da drauf und deswegen werde ich auch immer versuchen, hier eher solche Umkehr zu handeln und suche mir lieber solche Marken hier oben, solche Fehlausbrüche oder so, um da nachher die Umkehr in Angriff zu nehmen und diese zu handeln. In vielen Fällen kriegen wir Recht, in vielen Fällen kriegen wir auch Unrecht, aber unser Andreas hat das gestern mal ganz gut auf Slack, in unserem Slack-Kanal beschrieben, und hat eine Trefferquote von 60 bis oder 70%, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht kann er es hier nochmal reinschreiben, aber eine Trefferquote von 70% ist in dem Fall ja gar nicht so schlecht. Wenn ich hier jetzt mit einer Short Order arbeite, zumal die 13.000 ja oben auch noch halten sollte. Also wenn ich hier mit einer Short Order arbeite und selbst mein Stop über die 13.000 lege, bin ich bei 20 Punkten Stop und habe immer noch 30 Punkte Ziel. Ich bin immer noch in einem CAV von 1,5 zu 1. Also immer noch besser bedient als andersrum. Wenn man diese Formation, die wir hier gerade aufgezeichnet haben, ich muss schnell mal einen anderen Rechner hier, den Ton klauen, sonst bimmelt der jetzt hier dumm und bösig, was wir ja auch nicht wollen. So. Wenn wir den FDAX zugrunde legen, den Future, der ausschlaggebend ist, müssen wir die Nachtkurse ausblenden. Und diese Formation, die wir bis gestern hier noch gehandelt haben, jetzt ist sie ja vom Tisch, unsere Positionen sind ja geflogen, dann wird in der Regel so eine Formation so aufgelöst. Wir haben steigende Kurse, wir haben eine fallende Kurse, wir haben steigende Kurse. Das hier kommt einem Doppeltop gleich und wenn dieses Doppeltop in dem Fall hier genau in dieser Form von diesem M nach unten aufgelöst wird, dann errechnet sich daraus dann unten dieses Ziel. So, und wenn sich dieses Ziel errechnet, dann nehmen wir auch diese Marke hier unten raus, nämlich die 12.833. Und wenn die 12.833 raus ist, dann ergibt sich dieser ganze Weg nochmal von oben nach unten bis dahin und dann nochmal unten dran. So.
Deswegen reden wir ja auch nicht zwingend nur von dem Doppeltop. Doppeltop kennen ja viele, wie das gehandelt wird, sondern wir reden hier ganz explizit von dieser Formation dieses M, weil wenn das hier tiefer geht als 50%, durchschlagen wir mit dem Duplikat von dieser Bewegung nach unten, durchschlagen wir auch diese Tiefs. Und diese Tiefs wiederum dann nach unten dupliziert ergeben viel weitere Ziele. Und das in diesem Fall da unten 12.550, was auch in diesem Fall seit 3 Tagen unser Ziel gewesen ist. Trump hat ja da vorgestern schon mal sauber vorgearbeitet und hat ja schon mal den ersten Schwung hier reingebracht. Der wurde dann gestern wieder nach oben gekauft und genau an dem vorherigen Hoch hier in diesem Bereich dümpeln wir jetzt rum und der Markt kann sich nicht ganz entscheiden, soll er jetzt nach oben ausbrechen oder nicht. Aber die Entscheidung hat er uns jetzt gerade abgenommen oder nimmt er uns jetzt gerade ab. Ich warte hier trotzdem bis 9 Uhr ab. Beziehungsweise bis 9:15 Uhr. Von 9 Uhr bis 9:15 Uhr halte ich selber in der Regel die Füße still und mache dort nichts. Mein lieber Heinz, war das oder ist das Erklärung genug nach dieser Formation oder für diese Formation? Dann könnt ihr auch hiervon einen Screenshot machen. Okay, also wir reden hier nicht von einem zweiten M, dass das zweite Mal die Formation kommt, sondern es geht um die Auflösung von dieser Formation. Wir hatten die ähnliche Geschichte hier. Seht ihr das? Wir können das ja mal als Beispiel nehmen. Hier. Sollte das im Grunde genommen genauso laufen, da und dann nach unten abverkauft werden. So. So. Und wenn wir dann hier dieses Muster ebenfalls nehmen, von da nach da, und das nach unten duplizieren, dann sehen wir, wo er landen sollte. Und wenn wir hier jetzt ein bisschen genauer arbeiten, macht das mal bitte selber etwas genauer, da, dann werdet ihr sehen, dass genau dieses Muster da mit dieser Kerze direkt aufgelöst wurde. Anlauf, zack, aufgelöst und schon Finger an hier rumzuzirkeln und rumzueiern und ein bisschen Unsicherheit reinzubringen. Aber genau dieses Muster. Der Unterschied bei diesen Mustern ist, dass hier diese Korrektur oberhalb von der Mitte, also oberhalb 50% zu Ende gelaufen ist, um dann hier hochzulaufen. Deswegen ist dieses Tief, dieses Ziel aus dieser Formation hier unten hin, oberhalb von dem vorherigen Tief, bewegt sich also insgesamt genau in diesem Muster, genau in dieser Kiste. Das, was wir jetzt hier sehen, ist, dass wir hier über 50% korrigiert haben, daraus hier über 50% korrigiert haben. Und wenn wir das nach unten aufgelöst hätten oder auflösen sollten, nehmen wir dieses Tief raus, sogar erheblich raus. Und wenn wir dieses Tief erheblich rausnehmen, dann ergeben sich unten auch größere Ziele, weiter entfernte Marken. Und hier war es eben ganz klar, dass wir nur bis zu diesem Tief laufen dürfen. Kurzen Spike hier unten drunter, die Stops da drunter geholt, um dann wieder nach oben zu laufen. Das wäre hier in diesem Fall nicht passiert. Hier wären wir drunter gelaufen und dann wäre auch die 12.55 das nächste Ziel da unten gewesen. Deswegen war diese Formation für mich viel angenehmer.
Der DAO gibt den Weg, oder? Ja, ich vertraue da nicht so zwingend drauf, dass der DAO den Weg vorgibt, sondern ich vertraue eher dem, was ich hier im Chart sehe. Das ist für mich viel wichtiger. Im DAO haben wir nur DAO Pro, was ich jetzt hier leider nicht zeigen kann, weil mein MT4 abgeschmiert ist. Im MT5 habe ich es nicht installiert im Moment, da wir den gerade komplett neu aufgesetzt haben. Aber ich hoffe, da bei uns in der Gruppe oder in unserem Slack-Kanal neue Bilder posten zu können, sobald mein MT4 wieder laufen sollte. Okay, da ich mit der Plattform jetzt Kummer habe, würde ich das Webinar jetzt schon ganz gerne beenden, um meinen ganzen Kram auch für bis 9 Uhr noch in Ordnung zu bringen, damit ich auch um 9 Uhr wieder vernünftig mein Handeln machen kann. Das Einzige, was ich im Moment laufen habe, ist, deswegen habe ich den zweiten Rechner nebenbei gestartet, was ich laufen habe, ist die Position von 1,1774 im Euro mit den Stops 1,17. Na, wo haben wir die Stops? Wer hat aufgepasst? Wer hat es sich gemerkt? 1,1787 wäre die richtige Nummer. 1,1779 haben wir oben noch einen Zielbereich von Euro Pro und da oben drüber muss der Stop und wir müssen ihm ein bisschen Luft geben über dem Tageshoch von gestern. Deswegen ist die 87 oben wohl die bessere Entscheidung. Und wenn der liebe Nelson nichts dagegen hat, würde ich mich dann jetzt hier auch verabschieden. Wünsche euch mit dem Gelernten einen wunderschönen und vor allen Dingen erfolgreichen Tag. Wir haben gestern beschlossen, dass die Donnerstage jetzt bis zum Ende des Jahres Nelson gehören. Das heißt, ihr dürft, wenn ihr denn möchtet und euch mein Gesabbel nicht zu doll auf den Keks geht, bis Ende des Jahres in der Regel donnerstags unseren Forex Pro oder unseren Paternoster-Webinaren dürft ihr dann donnerstags beiwohnen und dürft unseren Setups lauschen. Für die Technik, sorry, tut mir leid, aber manchmal ist der Teufel im Eichhörnchen, ne? Jetzt So, weiß ich das gar war schon nicht. dein letztes Wort. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob der Nelson überhaupt noch da ist. Natürlich bin ich da. Ich habe aber sowas gewartet, auf sowas gewartet wie Tschüss oder keine Ahnung, Nelson, du bist dran oder Okay. so. Danke, mein lieber Nelson, dass du mir dein Mikro heute so lange überlassen hast. Sorry für die technischen Probleme, auch wenn der eine oder andere sich darüber echauffiert und sagt, immer hatte technische Probleme. Das ist manchmal auch der Geschichte geschuldet, dass ich die Hälfte der Webinare im Jahr aus dem Wohnmobil mache, das heißt mit mobiler Technik arbeite. Und durch die Webinare wird natürlich die Übertragungstechnik hier extrem belastet. Das Datenvolumen wird belastet, die mobile Verbindung ist oft schwankend, wodurch eben solche Probleme entstehen können. Ich kann damit leben für meinen eigenen Handel. Ist es nicht so wild, weil dafür reicht es allemal. Dafür ist es stabil genug, um die Verbindung hier zum Server herzustellen, zum VPS. Aber eben während den Webinaren ist es oft so, dass eben die Leitung extrem belastet wird. Dann kann es eben zu solchen Problemen kommen. Aber wir sind ja ab nächste Woche dann wieder zu Hause im Büro und dann dürfte die Technik auch stabil und gut wieder laufen. Und dann hoffe ich, dass wir dann nächste Woche, glaube ich, haben wir ein Webinar, Nelson, oder? Ja, das kam jetzt aber spontan oder prompt.
Also nächste Woche Donnerstag haben wir dann zusammen noch ein Webinar, und dann wird Nelson, was ich gestern schon gemacht habe, den Terminkalender für dieses Jahr aktualisieren. Und Aber dann selbstverständlich. sehr schön. Und dann sehen wir uns regelmäßig donnerstags mit ein, zwei Unterbrechungen, wo entweder private Sachen oder die WOT online stattfindet. Dann macht es keinen Sinn, ein Webinar zu machen an den Donnerstagen. Aber ansonsten werden wir uns dann donnerstags hier in der Runde wiedersehen. Und damit wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin. Danke nach Rating. Wir sehen uns morgen. In diesem Sinne, tschüss, tschüss, moin, moin. So, da ist dein Schlusswort. Ohne Moin Moin mache ich hier nicht Schluss. Also, vielen Dank, Thorsten. Ich glaube, dein Webinar ist immer sehr, sehr gut besucht. Deswegen denke ich, dass alle Verständnis dafür haben für die Technik. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei allen, die heute live dabei waren, so früh am Morgen. Habe ich mich sehr gefreut. Und ja, Thorsten hat schon alles gesagt. Ich wünsche natürlich auch viel Erfolg noch diese Woche und würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute, passen Sie auf Ihre Position auf. Bis dann, tschüss. Oh.